Mahlzeit, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Heute fliege ich die B-18A. Richtig schönes Flugzeug. Obwohl, ich meine, ich muss ehrlich sagen, die Kanzel oben, die sieht echt witzig aus. Hat was, irgendwas Außerirdisches, aber gleichzeitig auch richtig was Altertümliches. Ich habe jetzt leider nicht auf dem Plan, wann das Flugzeug gebaut wurde. Ist neu dazugekommen mit dem Patch. Wir haben drei Kanzeln. Vorne eine. Hier unten. Gut, ist nicht wirklich eine Kanzel, aber da der Geschütze halt. Das Portal unten und oben die Kanzel, die 180 Grad drehbar ist, allerdings hier den toten Punkt hat. Genau bei der Heckflosse. Heckflosse, sagt man das so? Ist ja Wurst. Ich gehe direkt runter hier, denn da sind alles bewegliche Einheiten. Und da bringt das nichts, wenn ich das hier aus, weiß ich nicht, 3 Kilometern Höhe abwerfe. Oder das Dornier muss ich auch. Okay, die ist schon weg. Dann hat sich das erledigt. So, die F6 versucht das auch. Ich hab, Scheiße, der kriegt das ja richtig alleine klar. Jetzt versuche ich den Rest mal zu machen. Oh, ich sehe schon, der eine ist einzeln da. Das will ich so nicht schaffen. Ich habe 2000 Pfund Bomben dran. Beziehungsweise geladen. 1 und 2. Und der killt mir alles weg. Ja, was soll ich dazu sagen? Und 3 Bodeneinheiten habe ich noch geholt, aber das ist auch blöd für so ein Domination Match. Ich fall auf mich zu. Oh, 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 oh. Die Schützen sind nicht die allerbesten, obwohl sie gut geskillt sind, aber aus irgendeinem Grund kriegen die hier nichts gebacken und ich werde jetzt vollkommen zerlegt. Mir fehlt leider noch die Modifikation. Sie ist noch nicht komplett fertig modifiziert. Mir fehlt die Modifikation für die plus 5% Panzerung, die habe ich leider noch nicht. Versuche mal trotzdem zu überleben. Ich meine, ich habe Abschüsse gemacht, gar nicht mal so wenig, aber ich werde hier so zerlöchert. Wupp! Mit Zukowski. Ab Russian! Sag mir mal einer was anderes. Okay, scheißegal, wir werden versuchen, das hier so durchzukommen. Ich werde jetzt nicht nochmal rangehen, ich habe zwar einen Gutschein, den habe ich bekommen, nicht extra gekauft. Waren da jetzt noch Bodeneinheiten? Ich hab's nicht auf dem Plan. Ich geh mit der Borg rein. Ihr seht ja, das ist alles Battle Rating 2.0. Ist halt ein bisschen blöd, weil bei so einem Domination Match kann man einfach nicht viel zeigen davon. Ich hoffe, dass es schnell geht. Wenn ich jetzt das Flugzeug auf... Naja, ich sag mal, wenn es jetzt noch länger als 4 Minuten dauert, dann unterbreche ich und mal woanders weiter. Wo gehe ich hin? SP2M, das wäre was. H6K ist eigentlich voll geil. Also als Ziel, weil die Schützen sind genauso dusselig wie die von den britischen Bombern. Treffen eigentlich auch nichts. DF-110. Blenheim hier. Wow! Denen weggefetzt, das sah ja krass aus. Abschusshilfe, kriegt man fast nur Abschusshilfen. Alles sind Abschusshilfen hier. Der Hammer. Den H6K würde ich so gern wegschießen. Kann man mal sehen, was der nicht alles aushält. Kritischer Treffer. Ich habe voll raufgehalten. Aber er schießt immer noch. Mehr oben rein hier. Zack, zack, zack. Der hält ja mehr aus, als ich angenommen habe. Ich hätte nicht gedacht, dass er so viel aus. Oh shit. Ja, bin ich gerade Zero. Aber überall mal ein Treffer rein hier. Boah, alles der Schwede.
Das Ding will auch nicht runtergehen, ne? Ich habe das Gefühl, ich werde die ganze Zeit... Ich kann jetzt nicht nach hinten gucken. Ich glaube, das ist die Buffalo hier. Unheimlich wendig, das... Nee, das ist nicht die Buffalo. Wo ist er hier die ganze Zeit für verkackte Manöver macht? Abschusshilfe. Ich wusste schon, dass irgendwann wird's ihm zu Fall bringen. Gott, ich bin so aufgeregt gerade hier. Krieg diese Pestbeule mal weg hier. Okay, jetzt habe ich gesehen, wer es war. Ich sehe schon, wer es ist. Ja, so ein Spaß. Und er fliegt weiter, oder was? Das ist diese, ich sag ganz ehrlich, typisch russische Scheiße. Wie kann der das aushalten? Ich raff das nicht, echt. Aber ich sehe schon im Forum, die Leute drehen wieder ab. Die hassen alles Russische. Seit den letzten Vorfällen in Frankreich sowieso noch mehr. Die drehen ab, die Leute. Die wollen alle Russen aufhängen. Scheißegal. Darum geht's mir nicht. Mir geht's einfach nur darum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das... scheiß drauf. Ich will gar nicht mehr drüber reden. Das sind russische Entwickler und... Aus irgendeinem Grund machen fast nur Russen solche Kriegsspiele hier. Ich glaube, World of Warships. Allerdings kann ich mich da nicht wirklich beschweren, dass die Russen da ob sind. Bis auf ein paar von den Premium-Schiffen. Wie sieht's denn aus? Nicht so prickelnd. Jetzt müssen wir irgendwie hier durchkommen. Wahrscheinlich hätte ich jetzt so gern eigentlich mal die Bomber vernünftig gezeigt. Aber Domination-Matches sind auch echt schwierig. Ich glaube, hier ist ja keiner, der... Doch, da ist einer. Dieser mit dem Zukowski. Der kein Flugzeug verloren hat. Ich meine, das Ding ist etwas wendiger, als ich es jetzt hier zeige. Die SPD-3. Ich würde mir gerne die P-36 holen. Aber ich kriege ja nicht mal einen Treffer. So ein Manöver mache ich nicht mit. Ich stehe so drauf, das sind so Manöver, ey. Oh, herrlich. Guck mal, was... Diese Manöver. Mit einer Abschusshilfe, dachte ich mir schon. Scheiß Bomben müssen runter. Jetzt hier, du kleiner Pimmel. Upp, kleiner Pimmel. Upp. Er hat zwar einen kleinen, aber... Echt jetzt? Das ist Arcade! Komplett Science Fiction. Wieso kriegt er einen Kill? Verstehe ich auch nicht. Ich glaube, jetzt habe ich hier alle verbraten. Mehr will ich nicht reingeben. Ja, nächste Runde. Ne? Weiter jedet, immer noch mit dem B-18A. Ich habe vorhin versucht, das Flugfeld zu zerstören. Hat aber nicht geklappt. Ja, das war eine interessante Information, oder? 45 DFC, was? Leinheim. Okay, ich werde jetzt aber versuchen, da zu kreisen und tatsächlich das Ding runterzuholen. Aber da sind noch 5 andere Flugzeuge. Leinheim, Reinke, Jukas 88, aber okay, das sind alles Bomber. Hier vorhin hat es nicht geklappt, weil mich einfach so viele Jagdflugzeuge verfolgt haben. Bin dann im Sturzflug runter und habe versucht, das so klar zu machen. Und guck mal, da kommt schon die Hurricane. Wie oft habe ich das schon mitbekommen? Aber okay, der geht auf jemand anderen. Vorhin hat mich eine Hurricane, ein Treffer, puff! Scheiß der Flügel ab. Ich dachte, was ist das denn hier? Scheiße, das sind aber echt viele. Vor der H6 habe ich keine Angst. Ehrlich gesagt. Schieß! Jukas 88. Ein paar Treffer werde ich wohl abbekommen. Und man hört, wie man gerade gehört hat, jetzt ist die Munition aufgebraucht. Anders als bei später den späteren Bombern. Der Blenheim verfolgt mich. Ich werde bescheuert, Alter.
Dieser verkackte Blenheim, echt jetzt. Der andere Blenheim schießt auch schon. Ich krieg meine Bomben so nicht raus hier. Alter, was ist das? Guckt euch diese Scheiße an, echt jetzt? So. Wir gehen aber nochmal rein. Ah, so eine Scheiße. Manchmal hasse ich Arcade, richtig. Also richtig. Ich denke, das ist so viel Bullshit hier. Das ist so Science Fiction. Aber pff, wir spielen es ja trotzdem immer wieder. God Zero, was so ein Call of Duty Zero. Krass, Wahnsinn. Auf jeden Fall habe ich nichts getroffen da. Schön überlegt, ob ich jetzt ein bisschen runtergehe. Oh, die Blenheim. Sind ja keine Bomber, in dem sind ja eher so Schlachtflugzeuge. Die jagen richtig all die anderen Flugzeuge. Ich meine, ist interessant, sieht man nicht so häufig. Habe ich jedenfalls sonst nicht so gesehen. So, leck mich am Arsch, ich fliege jetzt auch runter. Muss ich ein paar Punkte machen, also werde ich auf Bodeneinheiten gehen. Und zwar die Schlange da, das ist besser. Die fahren ein bisschen dichter als die da unten. Vielleicht kommt mir es aber auch nur so vor, weil die jetzt so weit entfernt sind. Das ist hier schon irgendwas, Leute. TBF hat ja keinen Bock drauf. Oh ne, Junker, echt jetzt? Ne, das machst du nicht, oder? Doch, der will es echt machen. Ne, der fliegt woanders hin. Komm mir entgegen. Gut! Und ich muss mal klarstellen. Wird wahrscheinlich ein bisschen blöd werden jetzt. Junge, verfolgt mich da auch, ne? Einen verkackten Panzerwagen, echt jetzt. Dreh mal. Aber ich glaube nicht, dass ich den einholen kann. Noch habe ich genug Geschwindigkeit, aber es wird sich wohl gleich ändern. Oh, Junkers, echt jetzt? Ich meine, das wäre so ein Ding, ich versuche dem zu helfen. Und der stürzt einfach ab. Oder bildet der sie ein jetzt? Okay, abgelenkt. Jetzt will er mich erstmal verfolgen und da kommt schon der nächste. Jesus. Drei Bodeneinheiten, okay. Das Bild ist mit diesem toten Winkel, der dazwischen kommt, kann ich nicht akkurat zielen. Das heißt, es ist halt echt schwierig, da selber Hand anzulegen. Also lass ich den automatisch vor sich hinballern. Ich hasse die G50, ich kenne die G50. Das ist echt scheiße. Und ich sehe, er ist nicht der Einzige, der mich verfolgt. Also ein Scherz jetzt, oder? So, okay, in 7 Sekunden hätte ich wieder Bomben frei. Allerdings glaube ich kaum, dass ich noch bis dorthin komme. Ne. Heckruder hinüber. Wow. Franca Cavan, che se... Italiano. Curva match. What do you want? Okay. Aber man hat gesehen, er hat schon so gewackelt gerade. Er ist also doch wohl schwerer getroffen. Will ich jetzt, ob ich Kamikaze komplett durchziehe? Oder weiter auf Wohneinheiten gehe. Greif den Feind
wieso hat der das mit dem ergeben, habe ich auch noch nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, den Typen will ich gerne noch verballern lassen. Aber der fliegt so hoch. Das muss ich mir wohl klemmen. Schade. Den hätte ich gerne noch richtig die Eier weggeschossen. Okay, das hier ist ja hier ein Marinebomber, aber auch tatsächlich ein Schlachtflugzeug in dem Sinne. Ist die Einheit über uns? Nicht. Okay, wir haben den Gas hier. A little too early. Relativ wendig eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Er natürlich auch, aber ist ja auch keine Kunst jetzt. Ich krieg hier keinen Crit rein, ne? Aber okay. Mir einfach schon gereicht, dass er weiß, dass ich da bin, dass ich auf den Sack gehe. Das wäre rein theoretisch ein Kill gewesen, hätte jemand anders vorhin mal drauf geschossen. Also eine Abschusshilfe kassiert. Gib mir die Key, gib mir die Key. Das ist so hardcore wendig. Warum ist der Motor-Trucker so schnell? Das wird jetzt nichts mehr. Fertig, Elfter. Leck mich am Arsch. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß und beim Zocken und haut rein. Ciao, ciao.